Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei The Forest. Wir haben uns in der letzten Folge ein Boot gecraftet, das auch einigermaßen funktioniert. Man kann es auf jeden Fall ins Wasser schieben. Ja, und drauf rumhüpfen kann man auch ein bisschen, bis man ins Wasser fällt. Also ganz ausgereift scheint das noch nicht zu sein. Vielleicht habe ich aber auch. Vielleicht soll man da auch nicht drauf hüpfen, sondern drauf schleichen oder so. Müssen wir mal schauen. So, und hier bin ich ein bisschen vorsichtig, denn gegen Ende der letzten Folge haben wir hier eingeborenen Schrei gehört. Also nicht unbedingt hier, aber irgendwo aus dem Wald. Dementsprechend verhalte ich mich jetzt mal ein wenig behutsamer und schlag gleich mal Büsche kaputt. Nee, sondern schaue mich einfach mal ein bisschen mehr um. Das für ein Baum wird gleich gefällt. Den kann man nicht fällen, ne? Den kann man nicht fällen. Sollte mich das beunruhigen? Wahrscheinlich. Bäume, die man nicht fällen kann, sind bestimmt besondere Bäume. Fragt sich nur, für wen sie besonders sind. So, Baumfall bitte. Na klar. Natürlich fällst du in die Richtung. Hoffentlich sind alle Baumstämme jetzt im Wasser. Oder sie fallen zu uns runter an den Strand. Das wäre natürlich ideal. So, und wir gehen mal wieder runter. Tatsächlich, die sind hier runtergefallen. Geil. Okay. So kann sich's doch sehen lassen. Und wie ihr seht, wir sind hier kräftig am Bauen. Und das nimmt Form an. Wir waren bislang auch sehr ungehelligt. Also wir sind jetzt erst seit einer Folge hier. Für alle, die die letzte Folge verpasst haben, schaut sie euch am besten an. So, genau. Und hier ist dann die Todeszone. Ich würde gerne ausprobieren, ob ich auch hier. Aber ich will es nicht. Aber da ist auf jeden Fall die Todeszone. So, und jetzt haben wir einen Garten. Was machen wir damit? Kommt man nicht rein oder drauf? Jedenfalls haben wir jetzt hier einen Garten. Wow. Naja. Und eine Falle haben wir jetzt auch. Das ist ja schon mal sehr gut. So, ich esse gerade mal was. Und nee. Erst hole ich mir noch die zwei Baumstämme. Wenn sie denn da schon liegen. Zip und zip. Und dann bauen wir die schon mal an das große Haus an. Das nehmen wir jetzt also auch mal in Angriff. Warum haben wir so wenig Sticks? Wir nehmen doch immer so viele auf. Der Wald ist voll mit Sticks. Wir haben trotzdem immer zu wenige. Na gut. So, dann braten wir uns gerade mal ein Häschen. Guck. So, wir feuern die Sache mal wieder ein bisschen an. Und dann gehen wir mal auf die Stickjagd. Hallo? Hallo? Komm, wir gehen nochmal weg. So war es ja bei dem Leguan auch. Jetzt können wir es essen, siehst du? Das klappt ziemlich gut. So, Crafted Eggs. Die nehmen wir wieder zur Hand. Dann gehen wir hoch und suchen mal ein paar Stöcke. Und dann können wir da ja mal weiterbauen. Da ist noch ein Stick, ein Log vielmehr. Komme ich da hoch? Ja, ich komme da hoch. Wäre mir fast schon lieber, wäre ich käme da nicht hoch. Ah, oh Gott. Kriege ich Angst um mein Leben. So, aufgeräumt. Schön. Schön und gut. Boah, ich hasse diesen Hügel. Freunde.
Warum sind hier überall so komische weiße Bäume, die man nicht fällen kann? Na gut. Ich will mich nicht beschweren. Bislang hatten wir keine Probleme mit Einheimischen an dieser Stelle. Das ist also eine sehr gute Stelle bislang. Stopp, wir nehmen gerade mal die zwei Logs hier mit. Dann gehen wir mal runter und bauen weiter. Ist natürlich ein bisschen lästig, das Hin- und Hergelaufe, aber bislang geht es eigentlich noch. Wo es dann natürlich nerven könnte, wäre später, wenn wir das Haus hier fertig bauen wollen. Da könnte das durchaus ein bisschen störend werden. So, jetzt haben wir hier eine Falle. Da vorne das Abschreckungsteil später, wenn es denn fertig wird. Hier haben wir ein Feuer, da können die Einheimischen ja theoretisch auch reinrennen. Also wir sind jetzt schon einigermaßen safe. Nicht ganz, aber einigermaßen. So, was wir jetzt auch machen könnten, in der Hoffnung, dass, wie in den Patch-Informationen geschrieben, dass die Einheimischen jetzt wirklich nicht mehr im Wasser laufen können, könnten wir jetzt hier eine Mauer machen, sodass die also hier praktisch nicht mehr vorbeikämen. So, warte mal, ich drehe sie mal gerade. So, das wäre dann hier so, ne? Zip. Und dann nochmal. Ah. Oh, warte mal. Ach, cool. Das wollte ich jetzt zwar gar nicht, aber okay. Man kann sie also aneinander klatschen. Klatschen ist der Fachausdruck übrigens. Das ist ja cool. So, was nicht so cool ist, ist, dass ich wieder die Flugzeugachse in der Hand habe. Also das Spiel testet einen auch in Sachen Aufmerksamkeit. Da wird man schon geprüft ein bisschen. So. Jetzt könnte es etwas langwieriger werden. Denn es heißt Bäume fällen. Okay. Da sind wir ja schon ziemlich geübt drin mittlerweile. Und natürlich rede ich deshalb nicht so viel wie bei anderen Let's Plays, weil ich immer so ein bisschen auf der Hut bin. Immer die Ohren lausche, vielmehr die Ohren offen halte, vielmehr einfach lausche, mein Gott, so schwer, ob man irgendwo ein leises Ding Ding oder ein Schrei in der Ferne hört. So, die lagern wir jetzt mal hier gerade ab, dann holen wir uns gleich den nächsten Baum, solange es noch hell ist. Denn das wird ja auch nicht mehr allzu lang der Fall sein, nein. Dem Stand der Sonne entnehme ich, dass das nicht der Fall sein wird. Nicht mehr lang. Keine Einheimischen. Zumindest bis jetzt nicht. Sehr, sehr gut. Soweit. Soweit, so gut, meine Freunde. Okay, dann schnappen wir uns gerade mal den nächsten Baum. In der Hoffnung, dass auch weiterhin keine kommen. Denn im Wald auf Auseinandersetzung mit denen habe ich gar keinen Bock. Unten am Strand von mir aus, da ist alles ziemlich übersichtlich. Wenn sie dann kommen, sollen sie kommen. Vielleicht stehe ich dann auch endlich mal unsere Falle zu. Ersten Mal. Okay. Die zwei rollen runter, will ich sie nicht stören. Der liegt hier. Der liegt hier. Super. Passt soweit. Wie ihr durch die Gegend fetzt, ey. Okay, dann hau ich euch mal hier rein. Und nehmen die beiden Spaßlöcher
Logs hier mit, die hier durch die Gegend kullern, wie verrückt, wie besoffen. Und dann geht's wieder ab nach unten. Also, das mit dem Haus ist natürlich so eine Sache. Ja. Das ist wirklich so eine Sache. Denn so ein Haus dauert einfach. Das dauert halt richtig lang. Was haben wir denn jetzt noch für Baustellen? Wir haben das Haus. Wir haben die beiden Wände hier drüben. Die drei Wände vielmehr. Das war's auch eigentlich schon. Momentan. Aber gut, das kostet alles verdammt viel Holz. Auch eine Wand kostet 6 Holzblöcke, also Logs, also hier Baumstämme. Das ist schon happig. Das ist schon happig. So. Mit dem Baumstammhalter allerdings ist das ganz chillig eigentlich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist okay. Da dauert es schon noch halb so lang. Sonne! So. Muss ja auch mal kurz gesagt sein, ne? Bin mal gespannt, wie das hier dann alles aussehen wird, wenn es denn mal fertig wird. Wenn es denn mal fertig wird. Es wäre sogar noch ganz gut, wenn hier mal zwei Eingeborene kämen. Wir brauchen noch zwei Köpfe für die Abschreckung. Falls die Abschreckung denn so viel bringt. Ach komm. Was soll das denn immer? Okay, da oben auf dem Feld war scheinbar ein Seestern. Hat irgendwas komisch geschimmert. Und die Sonne spiegelt sich wieder im kühlen Nass des Ozeans. Das heißt, es wird bald wieder Nacht. Und das heißt, ich hoffe mal, dass hier nicht wieder einer kommt. Oder kommen die, weil hier so ein Bootswrack ist? Dass das für die auch so eine Stelle ist, wo die ab und zu mal gucken. Weil ich meine, wo ein Boot war, war ja früher auch mal bestimmt ein Mensch. Und so wie es aussieht, sind das ja ziemliche Kannibalen. Diese Einheimischen hier. Ja, mal schauen. Vielleicht treffen wir hier noch einen. Vielleicht auch nicht. Da hätte ich auch nichts dagegen. Und ich frage mich halt wirklich, wie ich das mache. Ich meine, ich könnte die Welt ja jetzt speichern. Wir haben ja schon einiges. Das Problem ist halt nur das mit dem Haus und dem Effigy und hier den Wänden. Das wäre halt dann alles weg. So. Wir haben jetzt keine Baumstämme mehr auf Vorrat. Neue holen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Haben wir noch was zu essen? Nein. Aber jetzt wird's Nacht. Komm, jetzt warten wir hier noch. Solange es Nacht wird. Setzen uns wieder auf unseren Stein. Dann gehen wir schlafen, Freunde. In der Hoffnung, dass wir heute Nacht mal durchschlafen können. Ach ja. Ganz alleine. Hinter uns der Wald. Irgendwo da drin sitzen die Kannibalen. Die würden sich freuen, wenn sie uns fressen könnten. Doch wenn ich hier auf meinem Stein sitze, jeden Abend, auf meinem Fels, die Sonne langsam untergehen sehe, dann fühle ich mich ein bisschen wie im Urlaub. Ein bisschen wie an den Fjorden Norwegens, wo ich ja eigentlich hin wollte. Ein bisschen wie am Strand. Als hätte ich den Flugzeugabsturz nie erlebt und würde nun wirklich im Urlaub am Strand sitzen und einen Cocktail schlürfen. Dann geht die Sonne unter und ich lege mich schlafen. In diesem Sinne, eine geruhsame Nachtruhe, Freunde, und hoffentlich schlafen wir durch. Es hat geklappt. Yes! Wir haben durchgeschlafen. Keine Arschlöcher in der Nähe. Geil! Das heißt, wir können jetzt gleich weiter buddeln.
Es müsste gerade Tag werden, so wie es aussieht. Das Feuer da hinten scheint noch zu brennen. Und wir holen uns jetzt weiterhin Baumstämme und was zu fressi. Und das machen wir in der nächsten Folge. Die wird dann wieder ein bisschen länger. Die hier war ein bisschen kürzer. Die davor war ein bisschen länger. Also auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis gleich.